Ja, wunderschönen guten Abend hier aus dem Deep Space des Ars Electronica Centers. Herzlich willkommen. Heute das Thema Künstliche Intelligenz in der Medizin. Unglaublich spannendes Feld natürlich. Medizin sowieso immer schon ein Treiber für technologische Entwicklungen. Die Röntgenstrahlung kaum entdeckt, hat man sie dann gleich für medizinische Zwecke eingesetzt und in vielen, vielen anderen Bereichen auch immer wieder dieses Vorantreiben der Technologie durch die Medizin. Ganz klar, wir Menschen, wir wollen natürlich möglichst gesund und möglichst alt werden und da kann uns Technologie helfen. Inwieweit uns dabei auch die künstliche Intelligenz helfen kann, ist natürlich eine sehr, sehr wichtige, für uns auch spannende Frage hier im AEC. Wie weit sind wir? Wie weit hilft die KI bereits jetzt in der Medizin? Was ist die Vision? Und natürlich auch, wo sind die Grenzen? Um das wird es heute gehen. Und dazu freut es mich riesig, dass ich den Professor Dr. Jens Meyer vom Kepler-Uniklinikum hier habe. Er hat sich da neben dem, dass er Spitzenmediziner ist, auch sehr, sehr intensiv mit künstlicher Intelligenzlösungen im Bereich der Medizin beschäftigt und arbeitet da zum Beispiel auch mit Sepp Buchreiter zusammen, um in diesem Bereich die Weiterentwicklung voranzutreiben. Also, was kann die KI in der Medizin bewirken? Wo geht es hin? Wo geht die Reise hin? Und wo geht die Reise sehr wahrscheinlich nicht hin, weil das nicht technologisch sinnvoll oder möglich ist? Und das geht es heute. Ich freue mich darauf, lieber Dr. Meyer, Ihr Deep Space. Danke fürs Kommen. Herzlichen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier vor so einer atemberaubenden Kulisse meinen Vortrag vorstellen zu dürfen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzliches Willkommen auch an Sie. Das Ziel meines Vortrags heute wird sein, Ihnen einerseits die Grundlagen der künstlichen Intelligenz so vorzustellen, dass Sie verstehen können, wo die Anwendungsgebiete in der Medizin liegen könnten. Zum Zweiten Ihnen direkte Anwendungsbeispiele zu erklären, die wir im Bereich der Medizin bereits entwickelt haben. Und dann zum Schluss meines Vortrages darauf einzugehen, wo die Grenzen der künstlichen Intelligenz sind, wo die Schwierigkeiten sind und die eigentlichen Probleme liegen. Sie werden sich wahrscheinlich fragen, warum ich hier stehe und Ihnen diesen Vortrag halten soll. Ich selber bin Anästhesist und Intensivmediziner, arbeite am Kepler-Universitätsklinikum und die Anästhesie an sich ist natürlich ein sehr technisches, ein sehr technikaffines Fach. Es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Fragestellungen, mit denen wir uns im Bereich der Anästhesie und der künstlichen Intelligenz beschäftigen können. Unter künstlicher Intelligenz verstehen viele Menschen unterschiedliche Dinge. Sie haben wahrscheinlich bereits vom autonomen Fahren gehört, ein Traum, dass man im Auto nicht mehr selber steuern muss und sich mit anderen Dingen beschäftigen kann. In den Spracherkennungsgeräten, die einerseits im iPhone als Siri oder hier Amazon Alexa vorhanden sind, ist künstliche Intelligenz Sprache zu erkennen. Künstliche Intelligenz wird aber auch häufig mit der Robotik in Verbindung gebracht. Pflegeroboter, die auf uns eingehen können und vielleicht den Pflegemangel so ausgleichen können. Und künstliche Intelligenz könnte natürlich die Ärztinnen und Ärzte der Zukunft unterstützen, im schlimmsten Fall aber auch vielleicht sogar ersetzen. Also unter künstlicher Intelligenz werden ganz, ganz unterschiedliche Sachen verstanden. Nichts von alledem spielt derzeit in der Medizin eine große Rolle. Wir sind auf einer viel basaleren Ebene, die aber nicht weniger wichtig ist. Was kann künstliche Intelligenz sein? Das Schachspielen, das ist was, was für künstliche Intelligenz immer häufig gezeigt und verwendet wird. Die Älteren unter Ihnen werden ihn hier kennen auf der linken Seite. Garry Kasparov, einer der besten Schachspieler der 80er Jahre. Im Jahr 85 war es überhaupt kein Problem für Kasparov, gegen 32 Computer simultan zu gewinnen. Im Jahr 96 ist es ihm gegen Deep Blue von IBM dann nur noch gelungen, einen knappen Sieg zu erreichen und ein Jahr später hatte Kasparov keine Chance mehr, gegen Deep Blue im Schachspielen zu gewinnen. Die Zeitungen haben das natürlich sehr, sehr betitelt und verwendet und man könnte schon der Meinung sein, dass diese ersten Schachprogramme künstliche Intelligenz waren. Das ist aber noch keine künstliche Intelligenz. Denn diese ersten Schachprogramme machten nichts anderes als eine sogenannte Brute-Force-Berechnung aller möglichen Züge. Jetzt ist die Anzahl der Züge natürlich sehr, sehr hoch und so kann in letzter Konsequenz nicht jeder Zug nachvollzogen werden und je nachdem, wie hoch die Rechenkapazität der beteiligten Computer ist,
So weit kann der Computer nach vorne schauen und dann eben besser oder schlechter rechnen als Mensch. Mittlerweile gibt es aber Computer, die deutlich besser als Kasparov und jeder andere Computer Schach spielen können. Sie sehen hier von dem Google-Ableger DeepMind, das relativ bekannte Programm AlphaZero. AlphaZero ist eine künstliche Intelligenz, die das Schachspielen durch Spielen gegen sich selbst erlernt hat. Man muss sich das also so vorstellen, dass man zwei Computer gegen sich spielen hat lassen und nach vielen, vielen hunderttausend Partien war es so, dass die Elo-Ziffer im Schach bei AlphaGo höher war als die Elo-Ziffer eines jeden Menschen und heute gibt es niemanden mehr auf der Welt, der im Schach gegen diesen Algorithmus gewinnen kann. Das gleiche gilt übrigens für Shogi und für das, was man als eines der schwersten Brettspiele bezeichnet, AlphaGo. Go, da ist mittlerweile der AlphaZero-Computer besser als der beste Spieler auf der Welt, den es gibt. Und es gibt keinen Menschen mehr, der Computer in dieser Domäne besiegen kann. Das hat so weit geführt, dass der beste Go-Spieler der Welt seinerzeit mit dem Go-Spielen aufgehört hat, weil er gesagt hat, das ist sinnlos. Warum soll ich mich mit so einem Spiel beschäftigen, wenn es Computer gibt, die mittlerweile viel besser sind als ich und die mich mittlerweile jederzeit schlagen können? Das ist also schon ziemlich bezeichnend, wenn man hier das Ende der menschlichen Überlegenheit sieht. Sind jetzt die Maschinen tatsächlich besser als wir? Und ja, es gibt Bereiche, wo sie besser sind. Das bekannteste ist die Bilderkennung. Sie sehen hier auf der rechten Seite insgesamt 10 kleine Hunde. Wenn Sie es zählen, werden Sie es am Anfang nicht erkennen. Hier unten sind 3. Früher war die Fehlerrate von Menschen für solche Bilder ungefähr 5%. Die Algorithmen waren am Anfang deutlich schlechter, sind über die Jahre besser geworden und schlagen uns dementsprechend bei der Bilderkennung jederzeit ohne irgendwelche Probleme. Das macht bereits die erste medizinische Anwendung möglich. Sie sehen hier verschiedene Hautveränderungen, die Tumorläsionen an der Haut entsprechen und jeder von Ihnen kennt die Situation, zum Dermatologen zu gehen, sich dort die Haut untersuchen zu lassen und immer das ungute Gefühl zu haben, wird der Dermatologe jetzt bei mir einen Hautkrebs erkennen? Und Sie sehen hier die Ergebniskurve eines Algorithmus, das ist das Rote, der alleine aus der Fotografie von diesen Tumoren erkennen kann, ob es sich um eine benigne, also gutartige oder eine maligne, also eine bösartige Veränderung handelt. Diese Kurven, darauf werden wir später noch zu kommen, beschreiben, wie gut die Klassifikation von solchen Algorithmen funktioniert. Je mehr die rote Linie hier sich an der linken Seite und oberen Seite bewegt, desto besser ist die Vorhersage. Je mehr sie der Diagonale ähnelt, desto schlechter ist die Vorhersage. Und Sie sehen, diese Vorhersage ist schon ziemlich gut und sie ist vor allem besser als der Mittelwert aller mit untersuchten Dermatologen, die sich unterhalb dieser Kurve befinden. Sie ist auf jeden Fall besser als die Anfänger-Dermatologen und sie ist, und das ist ein bisschen das Erschreckende daran, auch besser als das Ergebnis der eigentlichen Experten, denn auch dieses Kästchen befindet sich unterhalb der Kurve des Algorithmus. Es gibt also bereits Anwendungen, wo Computer besser sind als wir Menschen in der Medizin. Die Einsatzgebiete der künstlichen Intelligenz sind mittlerweile sehr vielfältig. Die einfachen Dinge sind so Sachen wie diese Spiele, diese Brettspiele, Go. Spracherkennung ist kein Problem. Jeopardy gibt es von IBM, ein Computer, der besser Jeopardy spielen kann als jeder Mensch. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar Dinge wie Kunst, Kino, Bücher schreiben, Wissenschaft, wo wir Menschen glauben, noch überlegen zu sein. Allerdings muss man ehrlicherweise zugeben, dass man auch hier nicht weiß, ob irgendwann diese Überlegenheit nicht von den Computern übertroffen wird. Es ist mittlerweile sogar so, dass man künstliche Intelligenzen dazu verwenden kann, sein eigenes Liebesglück zu definieren und zu erkennen, ob sich der Aufwand lohnt, eine Person zu daten oder nicht zu daten. Mittlerweile finden Sie im Internet Apps, die Ihnen die Wahrscheinlichkeit mit künstlicher Intelligenz vorhersagen können, ob es einen Match zwischen Ihnen und dem potenziellen Partner gibt oder nicht gibt. Sie sehen also, auch in diesem Lebensbereich spielt künstliche Intelligenz bereits eine große Rolle. Sie merken schon, in den Situationen, wo es um persönliche Dinge wie Liebe oder Lebenspartner geht, hat man ein gewisses ungutes Gefühl und es gibt durchaus auch Proponenten, wie hier Stephen Hawking, der ehemalige
bekannteste Physiker unserer Tage, der der Meinung war, dass künstliche Intelligenz das Schlimmste sein könnte, was in der Geschichte unserer heutigen Zivilisation eigentlich so passiert ist. Und es gibt also nicht wenige, die dieser ganzen Entwicklung sehr, sehr negativ gegenüberstehen. Wir können aber unmöglich stehen bleiben und die Entwicklungen im maschinellen Lernen, und ich werde noch darauf kommen, was maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz so ein bisschen unterscheidet, im maschinellen Lernen und der künstlichen Intelligenz zurückzugehen, das einfach nicht anzuwenden, sondern wir werden uns wahrscheinlich auch als Ärztinnen und Ärzte an der Zukunft orientieren müssen und werden auch so agieren müssen, dass wir zukünftige Probleme mit diesen Methoden lösen. Und was ich jetzt im Kommenden machen möchte, Ihnen ein paar so Grundbegriffe der künstlichen Intelligenz zu erklären und zu zeigen, dass jeder dieser Grundbegriffe im täglichen Leben bereits angewendet wird. Fangen wir mit dem einfachsten an. Das ist das sogenannte Rules-Based Decision Making. Das ist das, wie man sich immer vorstellt, wie Medizin funktionieren könnte. Falls du Fieber hast, nimm Tablette A und behandle damit die Erkrankung. Das sind so wenn-dann konditionelle Sätze. So funktioniert das Leben aber nicht, weil natürlich so einfache wenn-dann-Aussagen mit dem täglichen Leben eigentlich kaum was zu tun haben. Viel häufiger haben wir es mit statistischen Zusammenhängen zu tun. Wenn du Fieber hast und dieses Medikament gibst, dann ist die Wahrscheinlichkeit so und so groß, dass das Medikament funktioniert. Mittlerweile sind ja die allermeisten Mitbürger gezwungenermaßen durch die letzten Jahre Experten für Statistik und können gut nachvollziehen, dass weder ein diagnostischer Test noch irgendein therapeutischer Ansatz mit einer hundertprozentigen Sicherheit behaftet ist. Der nächste Schritt ist das sogenannte maschinelle Lernen, das Machine Learning. Machine Learning kann man für unterschiedliche Aufgaben verwenden. In der Medizin spielen die größte Rolle hierbei sogenannte Classification Tasks, also Klassifikationen, wo man anhand von bestimmter Eigenschaften, zum Beispiel einer Erkrankung, zum Beispiel eines Bildes, den jeweiligen Versuch aufteilt in die eine oder andere Gruppe. Also an unserem Beispiel des Hautkrebses, hier haben wir ein Foto. Die Maschine lernt bestimmte Eigenschaften des Bildes kennen, sei es Farbe, sei es Form, sei es Beschaffenheit und sagt dann maligne oder benigne, also Hautkrebs oder kein Hautkrebs. Die höchste Entwicklungsstufe wäre die künstliche Intelligenz. Das wären Maschinen, die mit unterschiedlichen Inputs zurechtkommen, mit einem sehr diffizilen Set an Methoden dann ein komplexes Verhalten simulieren und sich dynamisch an neue Gegebenheiten und an Veränderungen der Situation anpassen können. Es gibt also durchaus einen Unterschied zwischen der künstlichen Intelligenz und dem maschinellen Lernen. Maschinelles Lernen benutzt bestimmte Funktionen, bestimmte Algorithmen, wie zum Beispiel neuronale Netze oder Entscheidungsbäume. Diese sind ein Teil des maschinellen Lernens und das maschinelle Lernen ist ein Teil der künstlichen Intelligenz, wobei das Verhalten eines Computers oder eines Algorithmus in der künstlichen Intelligenz sehr komplex ist und das maschinelle Lernen nur eine der Methoden auf dem Weg hin zur künstlichen Intelligenz sind. Ohne sie erschrecken zu wollen und ohne, dass ich auf die einzelnen Punkte eingehe, das sind heute die typischen Machine Learning Algorithmen, die es so gibt, die man verwenden kann. Die kann man in unterschiedliche Klassen einteilen. Sie sehen aber schon, dass eine Vielzahl dieser Methoden existiert, dass jede dieser Methoden ihre eigenen Vor- und Nachteile hat und dass das ein Gebiet ist, was selbstverständlich heutzutage eine große Rolle spielt und sehr, sehr stark beforscht ist und sehr, sehr stark im Zentrum des wissenschaftlichen Interesses steht. Im Prinzip lassen sich alle diese Algorithmen auf drei unterschiedliche Fragestellungen herunterbrechen und die wirklichen Machine Learner mögen diese Vereinfachung verzeihen, aber man kann vieles im maschinellen Lernen dadurch verstehen, dass man kapiert, dass es eigentlich immer um drei verschiedene Arten der Methoden geht. Die erste Methode ist das sogenannte Supervised Learning. Beim Supervised Learning geht man vereinfacht davon aus, man hat bestimmte Entitäten, also hier unterschiedliche Formen. Man muss diese unterschiedlichen Formen dann
labeln. Labeln bedeutet, man teilt sie den unterschiedlichen Gruppen zu. Also man sagt, das hier sind alles Hexagone, das hier sind alles Dreiecke, das hier sind alles Vierecke. Und mit diesen gelabelten Daten trainiert man dann anschließend ein Modell. Das Modell lernt also, welche Form, welchen Namen besitzt. Habe ich dann Daten, mit denen ich das testen kann, dann kann dieses Modell eine Vorhersage machen und kann sagen, das ist ein Viereck oder das ist ein Dreieck. Genauso kann man sich zum Beispiel diesen Daten mit den Hauttumoren nähern. Man zeigt der Maschine viele, viele 10.000 Bilder. Man weiß an diesen vielen, vielen 10.000 Bildern, ob es sich um einen Hautkrebs oder nicht handelt. Und die Maschine lernt dann an den Eigenschaften der Bilder, diese Vorhersage selbst zu treffen. Die zweite große Methode ist das sogenannte Unsupervised Learning. Beim Unsupervised Learning geht es meistens um sogenannte Clustering-Fragen. Beim Clustern wird versucht, unterschiedlichen Patienten oder unterschiedliche Krankheiten in Gruppen zuzuordnen. Sie sehen hier zum Beispiel unterschiedliche Tiere, die unterschiedliche Farben haben. Ein unsupervised Algorithmus versucht dann anhand der Eigenschaften der Tiere, die die Farbe, die die Farben, die das Geräusch sein können, zu sagen, okay, das hier sind alles Fische und das hier sind alles Vögel. Sie wissen bei diesen unsupervised Algorithmen aber nie hundertprozentig genau, auf was der Algorithmus eigentlich seine Trennung hin spezifiziert, denn es wäre genauso gut möglich gewesen, in dieser Situation zu sagen, ich wähle alle roten Tiere und wähle alle anderen Tiere, die eine andere Farbe besitzen, wären auch wieder zwei Gruppen gewesen, aber eine komplett unterschiedliche Entscheidung. Das dritte ist das sogenannte Reinforcement Learning. Das Reinforcement Learning ist Lernen am Erfolg. Sie sehen hier die Maus, die sich im Labyrinth befindet und so wie die Maus lernt, dass sie bei bestimmten Wegen im Labyrinth ihren Käse erwischt. Genauso kann man mit dem Reinforcement Learning im Computer beibringen, dass immer, wenn er einen bestimmten Erfolg hat, eine Belohnung bekommt und mit dieser Belohnung dann den vorgeschlagenen Weg immer häufiger einschlagen wird. Sehr, sehr viele der Methoden, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, umfassen das Supervised Machine Learning. Alles, was hier rot umrandet ist, sind die Algorithmen, die mit Supervised Machine Learning zu tun haben. Und in der Tat ist es so, dass das auch für die derzeit bearbeiteten Fragestellungen die wichtigste Methode ist, mit der man vorgehen kann. Deshalb möchte ich Ihnen ein paar Beispiele aus der Medizin zeigen, möchte Ihnen nochmal das Grundprinzip erklären und damit sagen, wie das funktioniert. Sie haben also Trainingsdaten. Diese Trainingsdaten müssen Sie labeln. Das macht jemand von Hand und das ist auch der eigentliche Aufwand. Das heißt also, Sie wissen, alles was rot ist, ist ein Kreis und alles was blau ist, ist ein Dreieck. Sie trainieren ein Modell damit und anschließend, wenn irgendwas kommt, was blau ist, dann können Sie sagen, es muss sich wohl um ein Dreieck handeln. So funktioniert das im Prinzip. Das geht nur dann, wenn eine extrem große Datenmenge vorliegt und nur wenn Sie viele Daten haben, können Sie so ein Modell tatsächlich trainieren. Drei Methoden spielen eine große Rolle und da gehe ich nur ganz kurz drauf ein. Random Forests, Entscheidungsbäume. Bei diesen Entscheidungsbäumen nimmt man die einzelnen Eigenschaften her, sagt zum Beispiel, wenn die Farbe des Tumors sehr dunkel ist und der Tumor sehr groß ist und sehr ausgefranst ist, dann wird es wahrscheinlich ein Tumor sein. Man fasst viele dieser Bäume zusammen und schafft dann eine Klassifikation in zwei unterschiedliche Gruppen. Das Zweite, was sehr, sehr viele Menschen mit künstlicher Intelligenz zusammenbringen, sind die neuronalen Netze. Bei neuronalen Netzen versucht man, die Arbeitsweise der einzelnen Neuronen im Gehirn zu modellieren und nachzubauen. Diese neuronalen Netze werden vielfach zitiert und stehen quasi als Sinnbild für die künstliche Intelligenz. Und die dritte Methode, die eine große Rolle spielt, ist die Support Vector Machine, bei der durch das Legen von Ebenen im Raum versucht wird, zwei unterschiedliche Gruppen abzuteilen. Da gibt es auch unterschiedliche Spielarten. Eine davon ist an der JKU hier vom Professor Hochreiter weiterentwickelt worden. Das sind so drei der wichtigen Methoden, die da eine große Rolle spielen. Wir haben diese Methoden selbst auf Daten aus unserer Klinik angewendet. Wir haben untersucht, ob sich die Mortalität bei Herzklappeneingriffen bei kardiochirurgischen Patientinnen und Patienten vorhersagen lässt. Vereinfacht gesagt, muss man sich natürlich, bevor man sich einem Eingriff unterzieht, immer die Frage stellen, lohnt es sich für mich selbst, mir dem Eingriff zu unterziehen oder habe ich ein großes
Risiko, an diesem Eingriff zu versterben. Wir haben das insgesamt dann über 2000 Patientinnen und Patienten mit 129 präoperativen Eigenschaften untersucht und haben versucht vorherzusagen, ob diese Patientinnen und Patienten den Eingriff wahrscheinlich überleben werden oder nicht. Gottlob sind solche Eingriffe heutzutage sehr, sehr sicher. Die Mortalität dieser Eingriffe liegt im niedrigen Prozentbereich. Die Chirurgie ist also ein sehr sicheres Verfahren, das heutzutage durchzuführen. Trotzdem wollten wir wissen, welche Patientinnen und Patienten wirklich davon betroffen waren, haben diese drei unterschiedlichen Methoden des maschinellen Lernens verwendet und konnten dann, und da möchte ich Ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die linke Seite leiten, mit einer AOC, das ist ein Maß dafür, wie gut diese Vorhersage funktioniert, von 0,84 sagen, ob Patientinnen oder Patienten den Eingriff überstehen oder nicht. Diese 0,84 bedeuten nicht, dass nur 84% der Patienten überleben, sondern das bedeutet, wenn der Algorithmus vorhersagt, du wirst den Eingriff überleben oder nicht überleben, wie gut es funktioniert. Wieder hier auch, um diese Grafik zu verstehen, die Diagonale in der Mitte würde einer zufälligen Vorhersage entsprechen. Ein Wert von 1,0 würde ich sagen, man kann es immer 100%ig richtig vorhersagen. Und mit 0,84 ist das schon sehr, sehr hohe Vorhersagequalität, dass man sagen kann, dass man den Eingriff entsteht. Was wir auch probiert haben, wieder in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl vom Sepp Hochreiter, wir haben vorhergesagt, ob Patienten im Rahmen ihres Krankenhausaufenthaltes eine Transfusion benötigen. Sie können sich vorstellen, dass das Bereitstellen von Transfusionen keine ganz einfache Sache ist. Der Blutspendedienst muss zum richtigen Zeitpunkt die richtige Anzahl an Transfusionen haben. Und hier haben wir ein Vorhersagemodell berechnet, wo wir zum Zeitpunkt der Aufnahme eines Patienten sagen können, egal mit welcher Erkrankung er kommt, ob er eine Transfusion benötigen wird oder nicht. Wir haben hier vier verschiedene Methoden verwendet, wieder Random Forest, X-Gradient Boosting, künstliche neuronale Netze und eine logistische Regression, die eigentlich das älteste Verfahren des maschinellen Lernens ist, und haben mit einer unglaublich guten AOC von 0,96 sagen können, ob eine Patientin oder ein Patient zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Krankenhaus eine Bluttransfusion benötigt oder nicht. Am besten hier hat es X-Gradient Boosting, die neuronale Netze, aber eigentlich haben alle Methoden sehr, sehr gut funktioniert und konnten das mit einer unglaublich guten Vorhersagequalität bestätigen. Mit diesen Methoden ist es, und das zeige ich Ihnen nur so ein bisschen übersichtsmäßig, sogar möglich, dass man angibt, welche Bedingungen den größten Einfluss auf die Vorhersagegenauigkeit haben. Und es war wenig überraschend, dass der Hämoglobinwert, der angibt, wie viel Blut vereinfacht gesprochen, ein Patient in seinem Körper besitzt, dass der eine hohe Vorhersagekraft hatte. Das bedeutet niedriger Hämoglobinwert, hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Patient transfundiert werden muss. Wir haben auch versucht, Massivtransfusionen vorherzusagen, wann Patientinnen und Patienten tatsächlich sehr, sehr viel bluten. Das ist zum Glück auch was, was ganz, ganz selten vorkommt. Aber was man weiß, dass die wenigen Patienten, die besonders viel bluten bei kardiochirurgischen Eingriffen, dass die sehr viele Blut-Erythrozytenkonzentrate erhalten und sich die Menge des im Krankenhaus am meisten verabreichten Blutes nur bei ganz, ganz wenigen Patienten tatsächlich eine Rolle spielt. Wir haben dann untersucht, wie unterscheiden sich diese Patienten, da gehe ich nicht auf die Details ein. Ich zeige Ihnen nur, und auch da möchte ich wieder Ihre Aufmerksamkeit auf die linke Seite richten, dass wir mit einer AOC wieder von ungefähr 0,8 mit der besten Methode vorhersagen können, ob ein Patient sehr, sehr viel Blut benötigen wird, was natürlich bei der Bestellung des Blutes eine große Rolle spielt in der täglich klinischen Praxis. Auch hier haben wir wieder herausgefunden, was die wichtigste Rolle spielt. Das ist fürs tägliche Leben ganz, ganz wichtig, dass man sagen kann, was macht es denn dann eigentlich aus, ob ein Patient viel bluten würde oder nicht, weil das gibt Ihnen dann als Mediziner die Möglichkeit, auf diese Punkte besonderen Wert zu legen und besonders darauf zu achten und das zu machen. Gut. Der nächste Algorithmus, den ich Ihnen oder die nächste Gruppe der Algorithmen, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist das sogenannte Unsupervised Machine Learning. Sie erinnern sich, diese Clustering-Methoden, wo man versucht, eine Vielzahl an einzelnen Fällen in Äpfel und Birnen, in Rot und Gelb, in unterschiedliche Tierarten
zu unterteilen. Wie funktioniert das also genau? Sie haben da oben Äpfel, Sie haben da unten Birnen und das normale Clustering. Was Sie machen würden, wäre, dass Sie sagen, die Äpfel sind das eine und die Birnen sind das andere und Sie hätten gerne einen Algorithmus, der die Äpfel und die Birnen gegenseitig auseinander dividieren kann. Allerdings, und auch das habe ich Ihnen schon zu Beginn des Vortrages erwähnt, diese Clustering-Methoden können natürlich auch anders vorgehen und können alle roten Früchte von allen gelben oder grünen Früchten unterscheiden. Und Sie wissen, bei diesen unsupervised Methoden nie so genau, was die wirkliche Wahrheit ist und was nicht eine Alternative Truth, also irgendeine andere Wahrheit ist und vielleicht gar nicht das, was Sie so genau wissen wollten. Diese Methoden sind gerade erst dabei, verwendet zu werden und angewendet zu werden. Lassen Sie sich von diesem Bild hier nicht schrecken. Da geht es darum, Patienten, die eine Sepsis, eine sogenannte Blutvergiftung haben, unterscheiden sich recht häufig in Organen, die betroffen sind. Es gibt Patienten, bei denen führt die Sepsis zum Lungenversagen, Patientinnen und Patienten, bei denen führt die Sepsis zu Nierenversagen. Und mit diesem Clustering-Algorithmus ist es hier gelungen, verschiedene Patientenpopulationen herauszufinden. Und das längerfristige Ziel und die längerfristige Hoffnung ist es dann, anhand der Einteilung in die unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche therapeutische Modalitäten zu erreichen, um so die individuelle Therapie der Patientin und des Patienten zu verbessern. Die dritte Methode, die ich Ihnen vorstellen will, die auch noch nicht besonders häufig verwendet wird im täglichen Leben, ist das sogenannte Reinforcement Learning. Sie erinnern sich, die Maus im Labyrinth sucht den Käse, lernt mit der Zeit den Weg zum Käse und jedes Mal, wenn der Weg besser wird, wird die Belohnung schneller erreicht. Auch hier gibt es bereits Publikationen, wo versucht worden ist, diese Methode anzuwenden. Nature Medicine vor kurzer Zeit publiziert worden, eine Untersuchung, wo Patienten mit einer Sepsis, also einer Blutvergiftung, die auf der Intensivstation liegen, überprüft worden ist, ob die Therapie eher aus der Gabe von Medikamenten oder eher aus der Gabe von Volumen bestehen sollte, vereinfacht gesprochen. Und ohne jetzt für Sie auf die mathematischen Details einzugehen, konnte gezeigt werden, und das zeigt die linke Grafik, ohne das im Detail zu erklären, dass der Algorithmus in der Auswahl der Therapie bei septischen Patienten in diesen Patienten, auf denen dieser Algorithmus trainiert wurde, besser war als Ärztinnen und Ärzte. Der Computer hat also ein anderes, leicht verändertes Therapieregime zu Ärztinnen und Ärzten entwickelt und man hat also zeigen können, dass dieses Regime dort besser war. All diese Methoden sind natürlich noch weit davon entfernt, in der täglichen klinischen Praxis angewendet zu werden. Die Wege dorthin und die Theorie, wie sowas funktionieren könnte, die existieren allerdings schon. Jetzt habe ich Ihnen so ein paar Beispiele vorgestellt, die einerseits aus meiner eigenen Klinik kommen. Und in der eigenen Klinik, wir haben das Glück, vom Land Oberösterreich gesponsert zu werden und konnten das Medical Cognitive Computing Center, das MC hoch 3, gründen, bei dem es eine Zusammenarbeit zwischen der Klinik für Anästhesie am Kepler-Uniklinikum, dem Lehrstuhl vom Sepp Hochreiter und dem RISC gibt, wo wir versuchen, diese Methoden der künstlichen Intelligenz anzuwenden. Es ist also zu erwarten, dass wir immer mehr Modelle finden und immer bessere Ergebnisse haben. Und trotzdem habe ich Ihnen auch gesagt, dass es nicht so ist, dass die künstliche Intelligenz in der täglichen klinischen Praxis für jede Fragestellung eingesetzt wird und laufend verwendet wird. Es existieren nämlich eine Vielzahl an realen Ängsten, warum Menschen künstliche Intelligenz eigentlich nicht mögen und sowohl Patientinnen und Patienten als aber auch Ärztinnen und Ärzte dieser ganzen Thematik negativ gegenüberstehen und mit dieser Thematik Probleme haben. Der erste Knackpunkt an der Sache ist, dass Patientinnen und Patienten sagen, dass sie künstliche Intelligenz nicht verstehen, deshalb damit nicht belästigt werden wollen und Ärzte aber genau das gleiche Problem haben und sagen, ich verstehe nicht, was künstliche Intelligenz macht, ich möchte sie also eigentlich deshalb nicht verwenden. Dass wir Technologie nicht verstehen, ist aber nichts Ungewöhnliches. Und es ist schon beeindruckend, wenn man das nicht als künstliche Intelligenz bezeichnet, wie häufig wir uns heute von technischen Dingen leiten lassen, was man sich früher nie vorstellen hat können. In der Zeit, wo ich persönlich meinen Führerschein gemacht habe und man versucht hat, in eine fremde Stadt zu fahren,
Dann hat man eine Karte gebraucht, hat sich auf der Karte einzeichnen müssen, wo man abbiegen möchte, um dann vielleicht mit Schildern und netten Menschen in diesem Ort den Weg zum eigentlichen Ziel zu finden. Heute ist die Situation eine ganz andere. Man fährt in eine Stadt, in der man noch nie war, gibt sein Ziel ein und fährt einfach so, wie es das Navi vorschlägt. Man verlässt sich auf die Navigation, ohne in letzter Konsequenz sich mit dem eigentlichen Weg zu beschäftigen. Wissen Sie, wie Ihr Navi funktioniert? Ich nehme an, Sie sind sich wahrscheinlich nicht bewusst, dass die Stelle, an der Sie sich befinden, aus der Triangulation von Satelliten entsteht. Ich nehme an, Sie wissen nicht genau, dass die Entfernungsmessung zu den einzelnen Punkten aus einer Laufzeitveränderung entsteht, die sich mit relativistischen Effekten berechnen lässt. Die wenigsten von Ihnen werden wahrscheinlich wissen, dass das genau gehende Atomuhren sind, die diese Laufzeitveränderungen messen. Wenn Sie dann wissen, wo Sie sich auf der Welt befinden, ist Ihnen wahrscheinlich nicht klar, dass der Algorithmus, der errechnet, wie der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten ist, das sogenannte Traveling Salesman Problem ist, das in der Informatik eins der komplexen Probleme ist, die so im täglichen Leben kaum in normaler Zeit optimal gelöst werden können, sondern für das nur jeweils Näherungslösungen existieren. Das alles wissen Sie nicht, Sie setzen sich in Ihr Auto und fahren trotzdem los. Sie vertrauen der Technologie, aber trotzdem nicht blind. Denn Sie wissen ganz genau, dass wenn Sie der Technologie blind vertrauen, Sie durchaus in Situationen kommen können, die gefährlich sind und die durch die Verwendung des Navis nicht vorherzusehen wären. Besser wäre es, wenn wir so etwas hätten wie die sogenannte Explainable AI, also die künstliche Intelligenz, die Ihnen gleichzeitig eine Erklärung mitliefert. Wer möchte einen Algorithmus haben, der bei einer Bilderkennung sagt, da handelt es sich um Krebs oder keinen Krebs oder um eine Katze oder keine Katze. Wenn Sie nur die Wahrscheinlichkeit errechnet bekommen, hier handelt es sich um eine Katze und Sie können nicht sagen, warum das so ist, dann mag es durchaus sein, dass Ihnen das Kopfzerbrechen bereitet. Besser wäre es, Sie hätten eine Erklärungsmöglichkeit, wo Sie das Bild der Katze sehen und der Algorithmus sagt, ich sagte, das ist eine Katze, weil die Katze hat Fell, die Katze hat Schnurrhaaren, die Katze hat Klauen, es muss sich also um eine Katze handeln. Das lässt Sie viel besser fühlen, als dass Sie sich auf die Blackbox verlassen müssen, die künstliche Intelligenz sonst sein kann. Die zweite große reale Angst, die dazu führt, dass künstliche Intelligenz nicht verwendet werden, ist die Angst davor, dass künstliche Intelligenz, insbesondere in der Medizin, Menschen und zwischenmenschlichen Kontakt ersetzen könnten. Das hier ist in meinen Augen ein sehr erschreckendes Bild, die junge Mutter mit dem Baby, verletzlicher Moment. Und wollen wir das wirklich haben, dass dann Pflegeroboter in dieser Situation für uns die Pflege übernehmen? Irgendwie kann man sich das bei der Betrachtung dieses Bild nicht vorstellen und es ist weit davon entfernt, was Patientinnen und Patienten eigentlich von einer empathischen Entsorgung im Krankenhaus erwarten. Der dritte Punkt, der insbesondere Ärztinnen und Ärzte ganz wesentlich stresst bei der Verwendung der künstlichen Intelligenz, ist die Frage, ob man für die Fehler, die künstliche Intelligenzen machen, in letzter Konsequenz verantwortlich gemacht werden kann. Und künstliche Intelligenzen irren sich. Einer der bekanntesten Fehler war der Bilderklassifikationsalgorithmus von Google, bei dem zwar manche Dinge sehr gut unterschieden werden konnten, aber andere Dinge komplett falsch eingestuft werden, was zu einem riesigen Aufschrei zur damaligen Zeit geführt hat. Diese Fehlklassifikation ist dadurch zustande gekommen, dass der Algorithmus nur auf hellhäutige Menschen trainiert worden ist und dementsprechend der Algorithmus hier total in die Enge geleitet worden ist. Auch hier braucht man Domänenwissen, um zu wissen, ob es sich um eine Braut handelt oder nicht. Es kann also durchaus sein, dass sich künstliche Intelligenzen auch bei der Bilderkennung irren. Es kann auch sein, dass eine künstliche Intelligenz von vornherein auf die falsche Fährte geführt wird. Was Sie hier sehen, sind Flugzeuge, die im Weltkrieg zurückgekommen sind. Dann ist analysiert worden, wo die Einschusslöcher in diesen Flugzeugen sind und diese Teile der Flugzeuge sind besonders geschützt worden. Das war ein Fehler. Warum war es ein Fehler? Weil die Flugzeuge, die nicht zurückgekommen sind, an diesen Stellen getroffen worden sind und das waren die Stellen,
wo die Flugzeuge natürlich deutlich empfindlicher waren, die Treffer sofort zur Folge hatten, dass das Flugzeug abstürzt. Und auch so eine Missklassifikation ist eine klassische Missklassifikation, die einer künstlichen Intelligenz oder einer Maschine passieren kann. Es ist sogar dahingehend noch schlimmer, dass künstliche Intelligenz jemand hinters Licht geführt werden kann. Sie sehen hier das Bild von einem Bus. Sie sehen hier zusätzliche Farben, die in das Bild hineingerechnet werden. Für Sie sieht es wieder aus wie ein Bus. Sie sehen hier diesen Vogel. Die zusätzlichen Farben, die reingerechnet werden, sieht genauso aus wie das Bild vorher. Sie sehen hier das Bild von dem Gebäude. Die zusätzlichen Farben, die reingerechnet werden, das Gebäude sieht jetzt so aus. Und der Algorithmus, der zur Bilderkennung trainiert worden ist, sieht zum Schluss den afrikanischen Strauß in jedem einzelnen dieser Bilder und nur allein dadurch, dass das Bild mit Farben manipuliert worden ist, die die künstliche Intelligenz auf den falschen Weg leitet. Wir müssen uns also vielleicht schon vor den Fehlern der künstlichen Intelligenz fürchten. Es kann also durchaus sein, dass es Missklassifikationen gibt und dann ist die Frage, wer ist eigentlich für die Fehlentscheidung verantwortlich? Im Moment ist es rechtlich ziemlich klar geregelt. Im Moment entscheidet der Arzt oder die Ärztin und die künstliche Intelligenz unterstützt lediglich die Entscheidung. Wir müssen uns aber bewusst sein, dass sich diese Situation schlagartig ändert, wenn bei der Behandlung von Patientinnen und Patienten Algorithmen entstehen, die ähnlich wie beim Schach so gut sind, dass sie jeden menschlichen Arzt, jede menschliche Ärztin in der Leistungsfähigkeit übertreffen. Wer von Ihnen würde sich trauen, AlphaGo, dem Schachcomputer, einen vorgeschlagenen Zug zu verwehren und würde meinen, er könnte gegen Garry Kasparov gewinnen, weil er es eben besser weiß. Also wenn künstliche Intelligenzen mal so gut sind, dass sie wirklich Menschen überlegen sind, dann wird es schwer, das nicht zu machen. Und was dann in diesem Fall passiert, da ist die Haftung in meinen Augen noch gänzlich ungeklärt und da werden sich noch sehr, sehr viele Rechtler damit beschäftigen dürfen. Wenn Sie nachher auf Ihrem YouTube-Kanal weitersurfen, rate ich Ihnen von Donald Fagen, dieses Lied hier anzuhören. Das stammt aus dem Jahr 1982 und diese Ängste, die man heute hat mit den künstlichen Intelligenzen und dem maschinellen Lernen, diese Ängste hat man damals gar nicht so ernst genommen, denn wenn Sie sich dann den Text anhören, ist ein hörenswertes Lied, dass es doch eigentlich wünschenswert wäre, dass man Maschinen hätte, die die großen Entscheidungen treffen und die deshalb so gut sind, weil sie programmiert werden bei Typen, die Compassion und Vision haben, die also sich für was einsetzen, die versuchen, die Situation zu verbessern und die versuchen, Nutzen für die Menschen zu schaffen aus der Anwendung von Technik im täglichen Leben. Wir sind da heute ganz anders. Meine persönliche Einschätzung ist, dass wir auf kurz oder lang auf diese Methoden nicht verzichten werden können. Es ist abzusehen, dass wir diese Methoden in der Zukunft in der Medizin einsetzen werden. Ich glaube nicht, dass diese Methoden Mediziner verdrängen werden. Es wird aber nicht mehr möglich sein, auf diese Methoden in Zukunft zu verzichten. Herzlichen Dank, dass Sie die Zeit so weit mit mir verbracht haben und mir zugehört haben. Und sind Sie sich sicher, dass künstliche Intelligenz niemanden vor natürlicher Dummheit schützen kann? Herzlichen Dank fürs Zuhören. An der Stelle auch von mir ein herzliches Dankeschön für diesen wirklich spannenden Vortrag. Und also wir haben alle sehr viel über künstliche Intelligenz und auch die Einsatzgebiete in der Medizin gelernt. Sie haben am Schluss nur gesagt, Sie meinen persönlich, also Ihre Einschätzung ist, dass wir über den Einsatz dieser Methoden, also das können wir quasi nicht verhindern, ja, das ist so. Aber von welchem Zeithorizont glauben Sie, gehen wir da aus? Also wann können wir damit rechnen, dass diese Methoden wirklich in den alltäglichen, ja, medizinischen Bereich eingesetzt werden? In Teilbereichen der Medizin werden sie ja schon eingesetzt. Ja. Es gibt in der Bilderkennung Anwendungen, wo das schon Standard ist und wo es auch zum Beispiel in Amerika FDA-Zulassungen gibt, ja, für bilduntersuchende Verfahren. Für so Klassifikationsmodelle wird es zum Teil heute auch schon gemacht. Wenn Sie
von einer künstlichen Intelligenz sprechen, wo Sie jetzt als Patientin kommen und der Computer findet alleine Ihre Diagnose heraus und kann Sie alleine so durchdiagnostizieren, das ist sicher noch weit weg. Ja. Das heißt aber ja nicht, dass wir nicht die Methoden, die bereits existieren, im täglichen Leben zum Nutzen verwenden sollten und anwenden sollten. Aber dieser künstliche Arzt, die künstliche Ärztin, die dann später das alles übernimmt, das wird es noch lange nicht geben. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, das dauert noch. Und kann man wahrscheinlich auch nicht konkretisieren, oder es wären wahrscheinlich Fantasiezahlen, die wir da jetzt hätten. Ja, ja, es wird wenige Jahrzehnte sein, ja, bis das immer mehr Einzug findet. Davon bin ich fest überzeugt. Eine Frage habe ich mir selber noch gestellt. Sie haben ja, also es gibt ja verschiedene Methoden, wie künstliche Intelligenz funktioniert oder wie sie operiert. In dem Falle von, wenn es von Bilddaten jetzt ausgeht, da werden ja diese Bilddaten auch gelabelt. Sind ja ganz wichtige Daten und auch diese Label. Wer kategorisiert diese Bilddaten? Mhm. Wo kommen die her? Das muss ein Experte sein, der das, ja, kategorisiert, sodass eigentlich dieser Algorithmus nie besser sein kann als der, der die Bilddaten labelt. Mhm. Das ist logisch, weil sie ja nur das, was vorgegeben ist, dann tatsächlich auch wieder aus dem Modell herausbekommen. Das ist die eigentliche Arbeit bei, ja, diesem ganzen Supervised Machine Learning, weil, mhm, sie jemanden brauchen, der sich die Mühe macht. Sie haben wahrscheinlich im Internet, wenn Sie manchmal so Formulare ausfüllen, haben Sie so Abfragen, wo Sie sagen müssen, mhm, wo sehe ich auf dem Bild eine Ampel, wo sehe ich einen Bären? Da sind Sie das, wo das machen. Also, ja, manche Bilderkennungssoftware sammelt so von Leuten, ja, ein, dass man erkennt, was was ist. Also die kennen wir ja auch alle, wahrscheinlich auch Sie, liebe Zuseher, kennen Sie, wo man zum Beispiel anklicken muss, ist das jetzt ein Auto oder wo ist da das Auto auf dem Bild zu finden. Aber ich habe mir einfach gedacht, okay, das sind aber jetzt höchst sensible Daten, zum Beispiel ist das jetzt, mhm, ein, ja, ist das ein Tumor? Hautkrebs oder Tumor, mhm, wer labelt das? Ja? Ja, also das muss der Experte sein und nur der beste Experte, der das labelt, so gut kann nachher die künstliche Intelligenz sein. Mhm. Es gibt andere Dinge, andere Fragestellungen. Derzeit arbeiten wir an Projekten, wo wir zum Beispiel Veränderungen des Blutdrucks und vor allem Verschlechterungen im Sinne eines Abfalls des Blutdrucks auf der Intensivstation vorhersagen. Und das lässt sich sehr einfach labeln. Also da, wenn ich viele, viele Patientinnen und Patienten gesehen habe, dann kann der Computer einfach nach schlechten Blutdrücken suchen und dann kann ich in der Zeit zurückgehen und das dann labeln. Mhm. Automatisch labeln lassen. Ja. Aber bei solchen Dingen wie zum Beispiel der Tumorerkennung im Bild, das geht nur, indem sich viele, viele Experten viele, viele Bilder anschauen. Mhm. Mhm. Ja, aufwendig, aber es ist den Aufwand wert, kann man sagen, ja. Was würden Sie jetzt selber für eine KI bei sich einsetzen lassen, wenn man das so fragen kann? Was würden Sie da selber nutzen? Von den Methoden? Ich, ja, würde jede dieser Methoden, jede, ja, die ich da sehe, für mich selber auch verwenden, für die eigene Vorhersage. Es ist aber, ja, natürlich nicht ganz einfach, die Güte dieser Methode und die Qualität der Vorhersage zu verstehen, weil Sie haben natürlich gesehen, ich habe Ihnen viele Slides mit mathematischen Bildern gezeigt, mit statistischen Abbildungen. Der Mensch mag keine Statistik, das ist schwer zu greifen, schwer zu fassen und es wird für uns Mediziner nicht einfach sein, in der Zukunft diese mathematischen Beschreibungen so zu verstehen, dass wir kapieren, was es bedeutet, dass wir jetzt die eine oder andere Aussage haben und auf der anderen Seite dann aber auch verstehen, wie groß die Fehlerwahrscheinlichkeiten sind, dass diese künstliche Intelligenz daneben liegt. Also ein Modell anzuwenden ist einfach zu verstehen, was die Bedeutung ist und wie das einzuordnen ist, das ist durchaus schwierig. Ja. Mhm. Ja, und vor allem, es gibt ja dann wirklich KI-Systeme, vor allem diese mit diesen Schichten, mit diesen Layern, wo ja, desto mehr Schichten, da blickt man mathematisch nicht mehr durch. Also das ist ja absolut unmöglich. Das also ist das Blackbox-Phänomen, ja, dass Sie insbesondere bei den neuronalen Netzen eben nicht verstehen, welches einzelne Neuron welche Rolle für die Vorhersage hat und Ihnen nicht klar ist, welcher Einflussfaktor jetzt den Ausschlag gegeben hat, dass das erkannt worden ist. Und das ist eben das, wo man versucht mit Explainable AI, also, ja, künstlicher Intelligenz, die das versucht zu erklären, warum das so ist, dem ein bisschen entgegenzutreten. Das steckt aber noch am Anfang in meinen Augen und, ja, da muss noch ziemlich viel erforscht werden, um das tatsächlich zu nutzen. Ja. Gut, dann herzlichen Dank nochmal. Ja, ich freue mich, wenn Sie wieder mal kommen zu einem spannenden Vortrag.
Und an der Stelle auch ein herzliches Dankeschön an das Publikum. Schön, dass Sie dabei waren und wir freuen uns, wenn Sie nächsten Donnerstag wiederum um 17 Uhr bei uns wieder einschalten. Danke. Herzlichen Dank für die Einladung und für die Fragen. Ihnen allen noch einen schönen Abend.